Hallo, mein Name ist Niklas Schmid und ich stehe euch heute vor der Kamera für ein Home Workout, für das erste Home Workout von Get Fit für euch hier zu Hause, damit ihr auch im Lockdown, während die Gyms zu haben, Gas geben könnt, Fett verbrennen könnt, Muskeln aufbauen könnt und fit and healthy bleibt. Es ist sehr wichtig, hier in dieser Zeit auch etwas zu tun und ihr werdet sehen, dass es möglich ist, zu Hause auch viel Sachen zu machen, beziehungsweise es ist möglich, sich fit zu halten und in Shape zu bleiben. Ja, Get Fit ermöglicht euch, dass ihr mit der Zeit mehrere Workout-Videos anschauen könnt. Am besten ihr abonniert gleich den Channel und ja, es werden fortlaufend von Woche zu Woche, von Monat zu Monat mehrere Home-Workout-Videos für euch kommen. Seid gespannt, bleibt dran, es wird definitiv anstrengend für euch. Heute beim ersten Workout mit mir steht ein Every-Minute-On-The-Minute-Workout auf dem Programm und wir werden das nachher bei der Übungserklärung kurz durchgehen. Ich werde euch das Ganze hier einmal wirklich an einem Beispiel zeigen, damit ihr auch keine Fragen mehr habt und das Ganze hier klar und deutlich ist. Was sind die Vorteile eines EMOM, eines Every-Minute-On-The-Minute-Workouts? Und zwar, ihr könnt eure Zeit selbst dosieren. Das Workout geht immer eine Minute, ihr habt eine Minute Zeit, um Übungen zu absolvieren. Wenn ihr jetzt länger für das Workout braucht, für die Übungen, dann habt ihr am Schluss weniger Zeit Pause. Wenn ihr die Workouts, die Übung schneller macht, dann habt ihr mehr Pause bis zur nächsten vollen Minute. Das ist ein Riesenvorteil, ihr könnt das Ganze dosieren, ihr müsst es nicht unbedingt so schnell machen wie ich. Und ihr könnt wirklich eure Zeit hier im Fokus und im Vordergrund behalten. Ja, ich möchte euch zeigen, dass es auch zu Hause möglich ist, dass ihr Equipment benutzt, um Übungen und Workouts zu machen. Deswegen werden wir heute zum Beispiel einen Rucksack hier verwenden, den wir mit Gewicht, Büchern, was ihr so zu Hause rumliegen habt, was ein bisschen schwerer als 1-2 Kilo ist, vollfüllen könnt, damit ihr auch beim Workout an euer Limit geht mit Equipment. Es ist also wirklich, wirklich möglich, aus verschiedenen Dingen hier Gym-Equipment zu machen. Equipment, das anstrengender ist für euch anstatt Bodyweight-Übungen. Wir machen heute ein Beginner-Workout, das 20 Minuten dauert. Ich denke, 20 Minuten ist eine sehr gute Zeitspanne, denn über 20 Minuten ist nicht mehr Beginner meiner Meinung nach und alles unter 20 Minuten bringt euch nicht ins Schwitzen und das wäre ja fatal. Gut, am besten noch ein Handy, ein Timer hier bereitlegen, damit ihr auch wirklich seht, wann ist die volle Minute um und vielleicht noch eine Trinkflasche, damit ihr nicht dehydriert und ein Handtuch, damit ihr nicht den Boden voll schwitzt. Das kurz zur Einführung für das Every Minute on the Minute Workout, das wir vor uns haben und nachher die Übungserklärung von mir. Ich freue mich drauf. Wir werden heute verschiedene Übungen machen und zwar Bodyweight und mit Equipment. Es werden 5 Übungen sein für 4 Runden, sprich 5 Übungen, jede Übung eine Minute sind 5 Minuten, das Ganze 4 Runden, 5x4 ist 20. Gut, wie funktioniert ein Every Minute on the Minute Workout? Wir haben zum Beispiel am Anfang Bodyweight Squats. Das bedeutet 20 Bodyweight Squats. Ich mache bei der vollen Minute 20 Bodyweight Squats. Je nachdem, wie lange ich brauche, habe ich Pause bis zur nächsten vollen Minute. Sprich, wir versuchen gemeinsam die Übung, die Reps in der vollen Minute durchzukriegen. Je nachdem, wie schnell oder wie langsam wir sind, haben wir Pause bis zur nächsten vollen Minute. Ich denke, hier ist ein bisschen ein Learning by Doing. Wenn wir das Workout zusammen starten, werdet ihr auch nochmal ganz, ganz, ganz genau sehen, wie das funktioniert. Gut, zu den Übungen. Wir starten mit Bodyweight Squats, danach Push-Ups, dann Walking Lunges, dann Back Rows mit dem Rucksack und am Schluss Diagonal Sit-Ups. Wir werden also die Beine belasten, wir werden die Brust belasten, wir werden die hinteren Beine bzw. den Gluteus Maximus belasten, wir werden den Rücken bei den Rows belasten und am Schluss der Waschbrettbauch für den Beach mit
den Sit-Ups. Ich zeige euch kurz, wie die ganzen Übungen funktionieren, denn es ist unglaublich wichtig, dass ihr die Übungen richtig macht. Nicht nur verletzungspräventiv, sondern auch progressiv. Sprich, wenn ihr eine falsche Technik habt, ist es unglaublich schwierig, hier das Ganze durchzuziehen bis zum Ende. Wir starten mit Bodyweight Squats. Was sind Bodyweight Squats? Naja, wir gehen von der obersten Position mit gestreckten Beinen in eine Hocke. Von der Seite betrachtet schaut das Ganze hier so aus. Was ist wichtig? Wichtig ist eure Bewegungsamplitude. Sprich, wenn die Beine hier zu eng sind, naja, wird es ganz, ganz schwer, tief nach unten zu kommen. Ich würde sagen, wählt euren Stand schulterbreit oder hüftbreit mit Zehenspitzen leicht nach außen zeigend und wirklich die Hände vorne verschränken und nach unten ass to the grass squatten. Von der Seite betrachtet schaut das Ganze hier so aus. Wichtig ist, die Bewegungseinleitung kommt aus der Hüfte, sprich als erstes beugt sich die Hüfte und dann die Knie und nicht beides gleichzeitig. Ganz wichtig bei Bodyweight Squats, die Bewegungseinleitung aus der Hüfte. Als nächste Exercise haben wir Push-Ups. Push-Ups folgendermaßen: hier einmal die Hände auf den Boden, die Füße auch, und versuchen, das Becken hier nicht durchhängen zu lassen. Sprich, eine gerade Linie bilden und nicht hier irgendwie durchhängen oder so nach oben. Heißt, mit stabilem Becken, mit geradem Rücken, Hände auf Brusthöhe, hier nach unten und wieder nach oben. Einfache Push-Ups. Für diejenigen, die sich beim Workout sehr schwer tun, die können das Ganze hier auch etwas adaptieren, und zwar in der Form auf den Knien. Der Riesenvorteil ist, wenn wir das auf den Knien machen, wir nehmen die Belastung, das Gewicht des Unterkörpers aus dieser Übung raus und schon verringert sich das Gewicht hier um die Hälfte. Hinten die Füße überkreuzen, um hier nicht irgendwie aus der Balance zu kommen. Schön überkreuzen, Hände auf Brusthöhe und schön nach vorne gehen, bis ungefähr die Nase den Boden, der hoffentlich sauber ist, berührt. Als nächste Übung haben wir die Walking Lunges. Walking Lunges belasten hier die hinteren Oberschenkel bzw. den Gluteus Maximus und auch etwas die Quads, je nachdem wie die Oberkörperposition hier gewählt wird. Ausfallschritte von der Seite betrachtet schauen so aus: ein Bein geht nach vorne, abwinkeln, knicken, nach unten gehen und zurückschieben, dann das Bein wechseln. Hier kann man ein bisschen die Kraftkurve betrachten bzw. die Belastungsart, je nachdem wie weit mein Oberkörper nach vorne gelehnt ist, umso mehr verändert sich der Schwerpunkt des Körpers. Sprich, wenn ich meinen Oberkörper nach vorne lehne, dann ist der Schwerpunkt meines Körpers circa hier Mitte Oberschenkel. Bedeutet, ich habe eine Belastung für die Quads und eine Belastung für den Gluteus Maximus. Wenn ich jetzt meinen Oberkörper ganz aufrecht lasse, geht der Schwerpunkt meines Körpers durch meine Hüfte. Bedeutet, ich habe eine Riesenbelastung für die Quads und keine Belastung für den Gluteus. Je nachdem, wie belastend ihr das haben möchtet, Oberkörper weiter nach vorne lehnen für mehr Gluteusfokus, Oberkörper gerade lassen für mehr vordere Oberschenkel-Quad-Fokus. Als vierte Übung haben wir die Bag Rows. Hier, wie schon vorher erklärt, einen Rucksack nehmen und ihn mit Gewicht befüllen, was sich bei euch zu Hause befindet. Wasserflaschen, Bücher, je nachdem was schwer ist und etwas über 3 bis 4 Kilo wiegt. Gut, den Rucksack hier an den Schlaufen festhalten und versuchen, das so eng wie möglich zu machen, damit ihr mehr Range of Motion habt bzw. mehr Bewegungsumfang. Bedeutet, einmal hier hüftbreit stehen, die Griffe in der Mitte nehmen
nach vorne lehnen, dass der Oberkörper in etwa im rechten Winkel zum Unterkörper ist, sprich parallel zum Boden. Und jetzt den Rucksack aus dieser Position hier nach oben ziehen. Die Ellbogen gehen so nahe wie möglich am Körper vorbei, um hier auch den Latissimus optimal zu treffen. Schaut folgendermaßen aus. Oberkörper bleibt in Position. Hier bitte nicht so rudern, ja, sondern schön in Position bleiben mit dem Oberkörper und Ellbogen wandern nach oben. So schauen Rows aus mit einem Rucksack. Ihr seht, es ist zu Hause praktisch alles möglich. Ihr könnt wirklich jeden Muskel hier zu Hause trainieren. Und als letzte und fünfte Übung haben wir Diagonal Sit-Ups für den Waschbrettbauch. Das bedeutet, einmal am Boden hier Platz nehmen, ist eine Abänderung der Sit-Ups. Normale Sit-Ups schauen so aus, ja, indem ihr wirklich von hinten nach vorne geht und die Füße am Boden bleiben. Diagonal Push-Ups ist diese Variante, nach hinten gehen, einen Fuß nach oben und die Hand zum Fuß hier führen. Ein Rep bedeutet hier auch wirklich eine Seite. Sprich, 1, 2, 3 und 4. Diagonal Sit-Ups für die Bauchmuskeln. Das Eindrehen des Körpers hier sorgt dafür, dass die seitlichen Bauchmuskeln auch sehr belastet und zur Geltung kommen. Unsere 5 Übungen für dieses 20-minütige Workout. Ich freue mich drauf und jetzt geht's erst richtig ab. Lasst uns keine Zeit verlieren und mit dem Workout starten. Am besten das Handy hier vor eure Füße legen, damit ihr das Ganze betrachten könnt. Ich werde mein Handy hier neben mich legen und immer auch ein bisschen die Sekunden runterzählen, damit ihr wisst, wie lange ist noch Belastung und wann ist die Pause notwendig. Für euch als Warm-up, wenn ihr wollt, könnt ihr die 5 Übungen einmal durchmachen. Es sind 20 Bodyweight Squats, 20 Push-Ups, 20 Lunges, 20 Bag Rows und 20 Diagonal Sit-Ups. Ich finde für meinen Teil, wenn wir so und so Bodyweight-Übungen machen, dass das Warm-Up hier nicht unbedingt nötig ist, aber wenn es jemand von euch braucht, einfach für euch selbst hier aufwärmen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Wir starten das Workout. Ich setze hier den Timer. Ihr könnt das Watt-Timer-App verwenden, einfach im App Store downloaden und schon habt ihr das auf eurem Handy. Hier nur noch beim Setting Every Minute on the Minute Workout auswählen. Dann eine Minute geht ja das Every Minute on the Minute Workout für 20 Minuten. Pretty easy, das schafft ihr auf jeden Fall. Gut, ich denke, wir starten. Ich bin heiß aufs Workout. Lasst uns das Ganze durchziehen und richtig Gas geben. Ich drücke hier auf Start und tippen, um zu starten. Es geht in 8 Sekunden los. Wir starten mit 20 Bodyweight Squats. In 3, 2, 1 und 20 Stück. Hier die Beine hüftbreit, Zehenspitzen nach außen zeigend und dann ass to the grass squatten. 6, 7, 8, 9. 10, wer will, kann hier die Hände etwas als Schwung mitnehmen. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Jetzt Break bis zur nächsten vollen Minute. Das sind noch ganze 20 Sekunden. Ein bisschen durchschütteln. Langsam spüren, wie der Puls steigt, das Blut in die Beine fließt. Und wir starten wieder in 10 Sekunden mit Push-Ups. 20 Push-Ups. Ich werde das Ganze hier von der Seite machen. In 3, 2, 1 und 20 Push-Ups. As fast as you can. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, come on, 5, 4, easy, 3, 2, 1 und Pause bis zur nächsten vollen Minute. Für die, die Push-Ups nicht möglich sind, hier die Adaption ausführen, indem ihr die Knie auf den Boden lässt und die Übung hier wie erklärt so ausführt, ist um einiges leichter, da ihr das Gewicht des Unterkörpers rausnehmt. Gut, next exercise, 20 Walking Lunges. Wir starten in 8 Sekunden, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ich starte mit dem rechten Bein, 1, 2, Oberkörper bei mir aufrecht, 3, 4, 5, 6, hier die Hände entweder vorne verschränken oder zur Seite geben, 8, 9, 10, ich verschränke sie lieber vorne, 11, dann sind sie nicht im Weg, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 Stück, 18, 19 und Break. Ja, 20 Sekunden Break bis zur nächsten vollen Minute und wir nehmen den Rucksack schon mal her. Kurz ausschnaufen, Rucksack vor den Körper platzieren, damit ihr bereit seid. In 10 Sekunden geht's, 20 Back Rows in 4, 3, 2, 1 and row to grow, come on. 3, 4, 5, 6, 7, Oberkörper bleibt schön in Position, 8, 9, 10 und so weit herziehen wie möglich, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 Stück, 18, 19 und der letzte, 20. Den Rucksack wieder zur Seite legen und 30 Sekunden Pause bis zu den Diagonal Sit-Ups für den Bauch am Beach. Vielleicht zwischendurch mal kurz einen Schluck trinken. Wir haben noch Diagonal Sit-Ups, 20 Stück und dann kommen wir zur Runde Nummer 2. Wir starten in 5. 4, 3, 2, 1 and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and halftime. Come on. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 and break. 25 Sekunden Pause. Das war Runde Nummer 1. 3 Runden noch vor uns. Wir starten wieder mit Übung Nummer 1. 20 Bodyweight Squats as to the grass. Let's do it together. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, let's go, 20 squats, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and break. 30 Sekunden Pause. Wir steigen um auf die Push-Ups für die Brust. Wie gesagt, hier die Adaption wählen, sollten die Push-Ups mit dem ganzen Körpergewicht zu anstrengend sein. Wir haben noch 15 Sekunden. Kurz verschnaufen, Puls ein bisschen runterkommen lassen und noch 10 Sekunden bis zu den 20 Push-Ups. Ist eine Challenge. Aber die schaffen wir gemeinsam in 2, 1, let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 und Halftime. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and break. Wichtig, hier die Hüfte stabil und gerade lassen, nicht durchhängen lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben 30 Sekunden bis zu den Walking Lunges für die Quads, um unser Beinlevel auf ein nächstes zu bringen. 20 Stück, 10 Stück pro Seite in 15 Sekunden. Let's do it together. In 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich starte mit dem rechten Bein. 20 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halftime. Let's go. 1, 2. Immer weitermachen. 3, 4, 5. 5 Stück to go. 4, 3, 2, 1 und Break. 25 Sekunden bis zu den Rows. Wieder die Tasche vor die Beine legen. Vielleicht nochmal einen Schluck trinken. In 10 Sekunden geht's zu 20 Bag Rows. Ich hoffe, das Gewicht da drinnen ist schwer genug. 3, 2, 1, let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And downwards. 9, 8, 7, 6, come on. 5, 4, 3, 2, 1. And done with the back rows. Sehr gut. Super. 30 Sekunden Pause. Wir kommen zu den Diagonal Sit-Ups für die Bauchmuskulatur. Let's do it. Hinlegen. Kurz nochmal verschnaufen. Die Beine kurz ausschütteln. Und es geht in 5 Sekunden los. 4. 3, 2, 1, 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halftime. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 3 Stück, 18, 19 und 20. Wieder auf die Beine. Es geht in die dritte Runde. Die Hälfte habt ihr schon geschafft. Super, dranbleiben. Halfway done together. 10 Sekunden noch und wir starten mit 20 Bodyweight Squats in 3, 2, 1 and deep down, 20 reps, 3, 4, slow and controlled, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 20. 30 Sekunden Break. Kurz durchatmen. Puls runterkommen lassen. Am besten durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Wir haben die nächste Übung vor uns. Und zwar Push-Ups in 10 Sekunden. Macht euch bereit. Nur noch zweimal Push-Ups zu absolvieren in 3, 2, 1, let's go for 20 reps. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, Hälfte, 9, 8, 7, 6, 5, Hüfte gerade, 4, 3, 2, 1, and break for 30 seconds. Aufstehen, durchatmen. Die nächste Übung sind die Walking Lunges. Durchatmen, durchschütteln. Wir starten in gut 10 Sekunden. Here we go. In 7, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich starte wieder mit dem rechten Bein. Oberkörper aufrecht. Und 4, 5, 6, 7. Arme vorne verschränken. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, here we go, immer weitermachen, 16, slow and control, 18, 19 und 20, perfect, die Tasche, den Rucksack wieder hinlegen, wir kommen zu den Bag Rows, 20 Reps, we can do this together. Here we go. In 4, 3, 2, 1. Und den Oberkörper schön stabil vorne lassen. 3, 4. Und aus den Ellbogen ziehen. 6, 7, 8, 9, 10. Hälfte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und break. 30 Sekunden Pause. Wieder mal einen Schluck trinken. Wir kommen zu den Diagonal V-Ups. Hier richtig schön für den Bauch, für den seitlichen Bauch, unteren Bauch. Alles super dabei bei dieser Übung. In 5, 4, 3, 2, 1 and let's go. 1, 2, 3, 4, immer diagonal, Bein und Arm. 6, 7, 8, 9, 10, Hälfte, let's go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and break. 20 Sekunden Pause. Wir kommen zur letzten Runde. Let's do it. Letzten Squats, Push-Ups, Walking Lunges, Bag Rows and Diagonal Sit-Ups für euch. Gemeinsam bis zum Ende durch in 3 Sekunden. 2, 1, die letzten 20 Squats. Genießen dieses Feeling in den Beinen. 5, tut gut hier ein Workout zu machen. 8, 9, 10, gleich vorbei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr, sehr gut. 4 Runden, 20 Squats heißt 80 Squats für euch. Mega. Richtig, richtig klasse. Ich komme schon sehr ins Schwitzen und außer Atem. Hervorragend, genau sollte es sein. Wir kommen zu den Push-Ups. Die letzten 20 Push-Ups. Um hier 80 Push-Ups insgesamt absolviert zu haben in 3, 2, 1, let's do this together, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 20 Push-Ups, in Summe 80. So eine Brust am Strand im Sommer mit diesem Workout. Und wir kommen zu den Walking Lunges. Hier wieder 20 Stück, 20 Sekunden Pause. Dann haben wir auch hier insgesamt 80 Stück Walking Lunges. Sehr geil. In 10, 9, 8, 7, bereit machen, 5, 4, 3, 2, 1, and we start. 20 Reps. 3, 4, 5, 6, auch hier wieder genießen, 7, 8, das Brennen spüren, 9, 10, gibt nichts Schöneres, 11, 12, 13, 14, gleich vorbei, 15, 5 Stück, 4, 3, 2, 1, and break für 25 Sekunden, 80 Walking Lunges, sehr cool. Wir kommen zu der letzten Runde, Back Rows, 20 Reps, dann sind auch die Reps für den Rücken Geschichte. In 4, 3, 2, 1, let's do it, 1, oje, fliegt fast raus, 2, 3, kann auf jeden Fall passieren, 5, aber ihr habt eine ganze Minute Zeit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 reps, 1, and dann den Rucksack am besten in der Nähe lassen für das nächste Workout. Gut, wir haben die letzte Übung, Diagonal Sit-Ups, 20 Stück für den Sixpack in 15 Sekunden, bereit machen und die letzten 20 Reps hier wirklich, wirklich schön, sauber, brav und mit vollem Einsatz durchziehen. In 3, 2, 1, let's do it! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, halfway done, come on, die letzten 10 Reps für heute, 3, 4, durchbeißen, 5, 6, 4 Stück noch, 3, 2, 1, und den letzten Rep hier absolviert. Unsere Runde Nummer 4 erledigt. Mega, mega, mega. Wir lassen diese Minute noch kurz runterrennen, falls wer länger von euch braucht. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we are done. Mega cooles Workout. Jede Muskelgruppe dabei. Brust, Bauch, Beine, Rücken, alles drum und dran mit Equipment. Besser geht's nicht für Beginner, meiner Meinung nach. Richtig, richtig coole Sache. Danke, dass ihr mitgemacht habt bei diesem hammergeilen Workout. So, wir sind durch. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen beim heutigen Workout. Hat mir persönlich mega, mega viel Spaß gemacht heute mit euch. Brust, Beine, Bauch, Rücken, alles drum und dran hier zu trainieren. Mega viel Fun gemacht. Ich kam sogar ein bisschen ins Schwitzen und ich hoffe, ihr daheim auch. Ja, wir haben mehrere Workout-Videos hier auf YouTube. Hier einmal rechts oben der Link für euch, um auf die nächsten und anderen Workout-Videos zu kommen.
Bitte vergesst mir nicht und tut mir einen Gefallen, hier einmal den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr eine Benachrichtigung kommt, wenn wir ein neues Workout-Video oder einfach ein neues Video vom Gym hier hochladen. Ja, das nächste Video wird sein die typischen Anfängerfehler im Gym. Ich werde euch zeigen, welche Fehler das sind und wie ihr das Ganze hier beheben könnt. Den Link hier einmal links unten im Feld. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch zusammen und wir sehen uns. Macht's gut, bis bald.